Ja, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem leckeren Kanal. Heute zeige ich euch, wie man die berühmte traditionelle vietnamesische Nudelsuppe Pho selber zu Hause macht. Pho ist in Vietnam super beliebt. Sie wird gerne zum Frühstück, zum Mittag oder auch zum Abend gegessen. Typischerweise besteht sie aus einer kräftigen Rinderbrühe aus Rinderknochen und Rindfleisch und natürlich Reisnudeln dazu. Das Geheimnis der Nudelsuppe liegt auch tatsächlich in der Brühe. Sie wird stundenlang geköchelt, daher plant euch genügend Zeit ein. Also dann lasst uns anfangen. Viel Spaß! Für die Brühe werden verschiedene Teile von Rind verwendet. Ich habe hier 500 Gramm Markknochen, 500 Gramm Ochsenschwanz und ca. 600 Gramm Rinderbuck. Das ist die Menge für ungefähr 4 Liter Brühe. Ihr könnt natürlich auch fertige Rinderbrühepulver verwenden, aber vom Geschmack her ist das natürlich nicht vergleichbar. Alternativ zum Rind könnt ihr auch gern Hähnchen verwenden und eine Hühnerbrühe draus machen. Oder für die Vegetarier unter uns, ihr könnt da auch Gemüsebrühe als Basis nehmen und später ein paar gebratenen Tofuscheiben drüber geben. Nun geben wir als erstes nur die Knochen und den Ochsenschwanz in den Topf. Mit genügend Wasser füllen, sodass alles bedeckt ist. Und für ca. 5 bis 10 Minuten unter großer Hitze kochen, bis kein Schaum mehr entsteht. Dann das Wasser auskippen und die Knochen sauber waschen. Das wird gemacht, damit man später eine klarere Brühe bekommt und damit die ersten groberen Unreinheiten rausgespült werden. Falls ihr denselben Topf weiter benutzt, auch den Topf einmal säubern. Anschließend die Knochen wieder in den Topf reinlegen und das Fleischstück auch dazugeben. Den Topf mit Wasser füllen und zum Kochen bringen. Den dabei entstandenen Schaum wieder abschöpfen. Nun die Hitze runterdrehen, einen halben Esslöffel Salz und einen halben Esslöffel Zucker dazugeben. Die Salz- und Zuckermenge könnt ihr gern selber variieren, verteilt auf 4 Liter Brühe ist es aber nicht viel. Dann braucht ihr an der Stelle für das typische Aroma eine große Zwiebel, ein großes Stück Ingwer und verschiedene Gewürze wie 3 Sternanis, eine Zimtstange, 2 ganze schwarze Kardamom, optional noch etwas Fenchelsamen und 2 Nelken. Die Zwiebel schneidet ihr einmal in der Mitte durch und schält diese. Das Ingwerstück in Scheiben schneiden, bei Bio-Ingwer schäle ich es nicht. Dann wird alles in der Pfanne geröstet, kein Öl dazugeben, einfach die Zwiebel und Ingwer so reinlegen und leicht rösten oder auch grillen. Dann diese in die Brühe reingeben, gegebenenfalls die schwarzen Stellen ein wenig abkratzen. Nun die Gewürze auch einmal in der Pfanne anrüsten, um die Aromen freizusetzen. Es fängt dann an zu duften. Die Gewürze am besten in einem Teebeutel oder auch in eine Gewürzkugel zu der Brühe dazugeben. Das Ganze jetzt für ca. 2 Stunden weiter köcheln lassen. Dabei den Topf nicht zu decken, damit die Gerüche sich verflüchtigen können. Nach 2 Stunden könnt ihr das Stück Rindfleisch rausnehmen und in einem Schüssel mit kaltem Wasser legen, damit es sich nicht verfärbt. Die Zwiebel könnt ihr dann auch rausnehmen, bevor sie auseinanderfällt. Nun könnt ihr die Suppe nochmal nach eurem Geschmack würzen bzw. nachwürzen. Ich gebe an der Stelle noch 3 Esslöffel Fischsoße dazu. Alternativ könnt ihr auch Sojasauce nehmen, einmal abschmecken und gegebenenfalls noch mit Salz und Zucker nachwürzen. Dann wird die Brühe bei niedriger Temperatur weitergeköchelt. Ich lasse sie normalerweise noch eine Stunde weiterköcheln. In Vietnam wird die Brühe aber auch sehr gerne über Nacht bis zu 8 Stunden weitergekocht. Leider hat YouTube das Riechen noch nicht ermöglicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wie gut es jetzt in meine Küche duftet. Während die Brühe vor sich hin köchelt, könnt ihr nun die restlichen Zutaten vorbereiten. Dafür braucht ihr natürlich Reisnudeln, ca. 200 Gramm. Das gibt je nach Appetit ungefähr 3 Portionen. Meine Reisnudeln sind von Reishunger. Dort kaufe ich auch am liebsten meinen Reis. Und die Reisnudeln sind auch richtig lecker. Es gibt sie auch noch in dünner, aber für Pho mag ich lieber die breitere Sticks-Variante. Übrigens, mit dem Code YAMYAMREIS bekommt ihr immer noch 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Reishunger.
Die Reisnudeln lasse ich zuerst für ca. 20 Minuten im heißen Wasser einweichen. Als Topping schneide ich noch ein paar dünne Zwiebelstreifen, 2 bis 3 Lauchzwiebeln, das obere grüne kleinschneiden und das untere weiße als Ganzes lassen. Eine Limette ebenfalls in kleine Stücke schneiden und die Mungobohnensprossen oder auch Sojasprossen waschen bzw. übergieße ich sie zuerst mit heißem Wasser, so werden sie quasi leicht blanchiert und dann wasche ich sie nochmal gründlich. Das fertige Rindfleischstück könnt ihr dann auch aus dem Wasser rausholen und in dünne Scheiben schneiden. Optional könnt ihr zusätzlich noch ein frisches Stück Rindersteak auch in dünne Scheiben schneiden und dazugeben. Kurz vor dem Servieren die Reisnudeln nochmal im Topf aufkochen, 2 Minuten reichen und dann mit kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht zusammenkleben. Nun können wir unsere Nudelsuppe einrichten. Zuerst etwas Reisnudel in den großen Schüssel geben, dann ein paar Zwiebelstreifen drauf, 3 Scheiben oder auch mehr von dem gekochten Rindfleisch, 2-3 Scheiben von dem rohen Steakfleisch und anschließend die leckere heiße Brühe drüber gießen. Dabei wird auch das rohe Rindfleisch leicht gekocht. Die Brühe hat quasi auch bis jetzt weiter geköchelt. Ganz zum Schluss holt ihr dann die Knochen und die Gewürze raus und ihr könnt es auch nochmal durchsieben, wenn ihr wollt. Noch etwas von dem Lauchzwiebel drüber streuen. Je nach Geschmack Mungobohnensprossen hinzufügen und etwas frische Kräuter wie zum Beispiel Koriander oder auch Thai-Basilikum dazugeben. Optional auch noch mit etwas frischen Chili, wer es scharf mag, und heiß servieren. Jetzt kann noch jeder für sich nach Belieben würzen mit etwas Pfeffer, Limettensaft, Sriracha-Soße oder auch eine andere Chili-Soße und Hoisin-Soße. Einmal mischen und genießen. Mmm, yum yum. Ich hoffe sehr, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao!